Hallo, seid gegrüßt. Heute mal ein Video zu diesem Adapter. Ich habe mir bei eBay so günstige Adapter geholt, die von USB auf RS485 wandeln. Ich habe da eine kleine Anforderung, wo ich mehrere dieser Adapter an ein System hängen muss. Nur ist das Problem, dass ich die Seriennummer nicht ändern konnte. Also ich habe mir die Programmiersoftware des Chipherstellers heruntergeladen und wollte einfach die Seriennummer ändern, und dabei ist mir aufgefallen, dass das gar nicht funktioniert. Also sprich, ich habe das Ganze geändert, habe den Chip sozusagen neu programmiert, also sprich die neuen Einstellungen übertragen, es kommt auch keine Fehlermeldung, aber wenn ich den Adapter abziehe und wieder anstecke, dann ist die ursprüngliche Seriennummer wieder aktiv. Also der Chip speichert nicht das, was ich möchte. Ich habe dann einfach mal recherchiert, was das sein kann, und dann bin ich ziemlich schnell auf einen Artikel gestoßen, der genau das beschreibt. Und da war die Rede von Fake Chips, also sprich von ICs, die einfach kopiert sind. Also es handelt sich um Kopien, die nicht wirklich das abbilden, was der originale Chip kann. Im normalen Betrieb ist mir das nicht aufgefallen, also die Verbindungen lassen sich aufbauen, die Daten lassen sich übertragen und empfangen, aber halt solche Spezialfunktionen wie hier die Seriennummer ändern, das hat nicht funktioniert. Ich habe mir originale Chips besorgt, habe das sozusagen ausgetauscht, ich habe den Fake-Chip heruntergelötet und einen neuen originalen aufgelötet und das Ganze jetzt hier nochmal gemacht. Also ich habe sozusagen die Seriennummer geändert, das Ganze auf den Chip übertragen, den Adapter abgezogen, wieder angesteckt und siehe da, die Funktion, die ich brauche, ist jetzt aktiv, weil jetzt halt ein originaler IC da sein Werk verrichtet. Ja, das war's schon mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.